So, jetzt kommen wir ran hier. Es tut mir leid, ich brauche eure Wolle. Ja, und wie man euch schert, weiß ich leider noch nicht. Den da oben nehmen wir auch noch mit. Alles klar. Hier im Bärenbusch können wir auch mitnehmen. Man kann nie genug haben. Besser zu viel als zu wenig, denke ich mir in diesem Fall. Weil, wie gesagt, das Essen kann ja nicht schlecht werden. Das heißt, wir können so viel sammeln, wie wir wollen. Wie wir lustig sind. Da sind zwei Goblins in einem Berg. Warum auch immer. Da frage ich mich, wie die da reingekommen sind. Ich würde sagen, wir gehen die mal besuchen, ja, und fragen mal nach. So. Guten Tag. Natürlich sind sie direkt angepisst, wenn ich da reinkomme. Oder reinkommen möchte. So, ich glaube, ich gönne mir hier nochmal Nektar. So, was ist denn da drin? Holz. Oh, Nektar. Alles klar. So, wir futtern nochmal was. Jetzt wird es auch dunkel. Das heißt, wo habe ich denn den Dreck? Hier, Dirtblock. Den Dirtblock platziere ich hier mal. Zack. Jetzt kommt keiner mehr rein. Vielleicht noch ein Fackel hier und hier. Und jetzt, wo es dunkel ist, nutze ich einfach die Zeit und baue hier Stein ab. Also die Nacht wird jetzt sehr langweilig. Ja, also ich werde jetzt nur Stein abbauen. Da gibt es keine Action oder so. Diejenigen, die das jetzt nicht aushalten, die müssen halt entweder vorspulen oder ja, sich derweil irgendwie anders beschäftigen. Es tut mir leid. Aber ich muss ja irgendwie die Zeit nutzen, ja. Und wenn es dunkel ist, ist es halt perfekt, weil ich draußen sowieso nichts machen kann. Das heißt, ich kann hier mich ordentlich durch den Berg graben. Und ich habe schon wieder dieses Kratzen auf dem Ohr. Das ist irgendwie ein Soundbug, sobald man irgendwie hier am Aushöhlen ist. Das ist schon ein bisschen nervig. Ich habe da schon einen großen Berg erwischt, muss ich sagen. Da könnte man sich glatt überlegen, ob man hier eine zweite Base aufbaut. Das wäre eine Überlegung wert. Aber lohnt sich das? Das ist halt die Frage. So, vom Bett zu Bett reisen kann man ja leider noch nicht. Oder wird es auch nie geben. Ich brauche wieder eine Spitzhacke, meine ist kaputt. Kraft, Kraft, Kraft. Holz und Stein. Zack. So. Ja, also ich bin wirklich gespannt, was da noch alles nachkommt in diesem Spiel. Das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial ohne Ende. Man kann da so viel draus machen. Und ich hoffe, die Entwickler sind sich dessen bewusst und machen da auch was Ordentliches draus. So, ich habe keinen Platz im Rucksack. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Was können wir denn rausschmeißen? Hier, die Rüstung brauche ich sowieso nicht. Jerky werfen wir auch mal raus. Ja. Da, die Dreckblöcke. Weg mit. Ich brauche das ganze Platz, den ganzen Platz jetzt für die Steine. Weil man ja nur 99 Steine stapeln kann. Ja. Ich glaube, ich platziere mir hier mal noch eine Fackel. Und hier. Und weiter. Also wenn ich hier ein bisschen jetzt ausgehöhlt habe, dann müsste ich ordentlich Stein haben, um
meine Base zu erweitern. Und in meinem Fall heißt mehr Platz, mehr Garten, ja, sozusagen. Das heißt, ich kann mehr pflanzen. Und vielleicht, eventuell verirren sich noch ein paar Kühe oder sowas in meine Base. Dann kann ich sie ja genauso reinschieben wie, wie die Schweine. Ja, die Schweine habe ich, also das eine Schwein, habe ich ja einfach in meine Base geschoben. Vielleicht funktioniert das ja nochmal mit einem anderen Tier, wenn sich da eins in die Nähe verirrt. Ich würde da jetzt nicht unbedingt hingehen und von irgendwoher so eine Kuh bis zu meine Base schieben. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen anstrengend. Obwohl ich es eigentlich auch ausprobieren könnte. Weil mit dem Schwein hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also die Schieberei. Meine Spitzhacke ist schon wieder kaputt. Geht aber ziemlich schnell hier. Craft, Craft, Craft. Stone Pickaxe. Zack, zack. Craften. Jawohl. So. Mit der zweiten Base kann ich ja gucken. Ich meine, wenn ich das ausgehöhlt habe, dann bleibt das ja ausgehöhlt. Also wenn ich mich irgendwann mal daran erinnere, kann ich ja hingehen und mir hier noch was Schönes hinbauen. So. Da ist noch Copper. Das Copper könnte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Schlecht wäre es nicht. So, ich glaube, das dicke Ding da hört mich. Ich mache das erstmal da unten weg. So. Zack, zack, zack. Schöne Minenarbeit. Ja, man kennt es. So. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass die nicht alle angestürmt kommen, weil ich den Weg frei... Ja, okay, der erste ist schon drin. Müsste aber kein Problem sein, weil ich ja meinen Bogen habe. Okay, wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 6 Pfeile, ich müsste mir noch ein paar craften. Stone Arrow, zack. Und Holz. Da mache ich mir auf jeden Fall 100. 100 Pfeile, klingt gut. So, die auch mal aus dem Weg räumen. Ich treffe den Baum die ganze Zeit. Das gibt's nicht. Komm mal her hier. So. Den da auch noch. Soll das irgendwie so eine Art mutierte Ratte sein? Oder oder ist das einfach nur ein erfundenes Ding? Ich kann das nämlich nicht genau erkennen. Es ist auf jeden Fall monströs groß. So. Copper haben wir mitgenommen. Da haben wir wieder was zum Einschmelzen. Oh, ich habe Hunger. Zack, zack, zack. Oben wieder voll. Also ich muss auch auf jeden Fall wieder zurück, weil mein Inventar voll ist. Wie man sieht. Ja, das Gras kann ich wegschmeißen. Also Steine sind mir gerade wichtiger als das Gras. Ich baue jetzt das da noch ab. Und dann könnte ich eigentlich mich auf dem Weg nach Hause machen. Da muss ich mich ja nicht großartig umschauen. Da kann ich auch mal im Dunkeln durchlaufen. Ich hoffe mal, ich werde das überleben. Die einzigen Viecher, die mir irgendwie gefährlich werden können, sind glaube ich die Hunde. Die sind nämlich schneller als ich. So, machen wir uns mal eine Fackel an. Oh, ja. Der ist auch ziemlich schnell. Ja, Leute, tut mir leid.
Ich will da nur ganz schnell hier mal in nach Hause. Ja, ignoriert mich einfach. Das ist, was ich meinte. Also nachts kann man sich da kaum raustrauen. Obwohl man sagen muss, dass man ja viel schneller ist als die. Aber die Hunde müssten schneller sein als ich. Also diese mutierten Hunde. Oder Zombie-Hunde oder was das für Hunde sind. Ach, guck mal, da ist eine Kuh. Könnte ich doch gerade mal ausprobieren, ob ich die bis zu meiner Base schieben kann. So, gucken wir mal. Hier links rum. Hier, na, nee. Hier hoch. Ja. Ja, nein, nein, nein. Jawohl. So, probieren wir jetzt das Ganze mal aus. Ja, so einfach ist das. So schnell hat man ein Tier gezähmt, ja. Obwohl die Zähmfunktion noch nicht vorhanden ist. Man muss nur wissen, wie. Ist eigentlich ganz einfach. So, hier noch ein bisschen hoch. Jawohl. Und hier nach links. Optimal. Ja, die Kuh, die macht da auch super mit. Da ist ein Berg. Okay. Da kann ich mich aber durchgraben. Außer natürlich, es gibt hier irgendwie noch einen Weg hier oben rum. Die Kuh hängt ein bisschen fest. So. Ah, hier oben ist noch. Die Kuh hängt schon wieder fest. So. Da oben kommt mal rum. Ja, ist eigentlich ganz easy. Ja. Man könnte fast behaupten, das soll so sein. Verdammt, hier, links. Nein, hoch. So. Jawohl. Nein. Die versucht sie mal loszulösen, die Kuh. Die Kuh, die ist nicht dumm, ja. Aber ich gebe ihr doch alles, was sie braucht. Ein Platz zum Schlafen, Essen, ja. Alles, was so eine Kuh braucht, habe ich zu Hause. So, nein, hier lang. Ja, ich glaube, wir sind schon ganz in der Nähe. Müsste doch jetzt hier oben sein, oder? Kommen wir hier jetzt. Ja. Und jetzt hier hoch. Jawohl. Perfekt. Ich habe offiziell eine Kuh. Wenn ich sie hier reinbekomme. So. Ich habe offiziell eine Kuh. Perfekt. Jetzt mache ich mir hier oben noch ein Gitter. Warte mal. Könnte ich eigentlich machen? Ja, ich habe eine super Idee. Die Kuh müsste ja jetzt hier bleiben, oder? Also ich hoffe es. Nicht, dass die irgendwie verschwindet. Vorher kann ich aber hier noch ein paar Bäume einpflanzen. So, machen wir hier, hier. Hier. Und die Berry Seeds. Zack, zack. Jawohl. Perfekt. Ah, wunderbar gelangt. Also Berry Seeds brauchen wir keine mehr. Das ist hier voll. Wir können aber hier mal die Äpfel abpflanzen. Der Schweinetrug ist leer, sehe ich gerade. Den muss ich auf jeden Fall auffüllen. Dass die was zum Futtern haben und sich weiter vermehren. So, hier die ganzen Äpfel mitnehmen. Zack, zack, zack. Jawohl. Das Praktische an diesem Spiel ist halt wirklich, man muss sich nur Mauern bauen. Ein Dach braucht man nicht. Ja, in diesem Spiel braucht man keine Dächer zu bauen. Das ist ganz praktisch. So. Lass mich mal hier die
Tür schließen und hier machen wir mal 20 Äpfel rein. Müsste ja reichen. Für den Anfang. Jetzt seht man schon, die Schweine sind am Futtern. Perfekt. So, mein Plan ist es jetzt, da oben die Mauer zu vergrößern, sodass ich ein weiteres Gehege oberhalb vom Schweinegehege machen kann. Das für die Kühe ist dann. Das heißt, ich brauche hier die Mauern. Craft, 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 craft. Ich mache jetzt einfach mal hier ein paar zack, zack, zack. Und so 50 Mauern müssten eigentlich reichen für den Anfang. Dann bräuchte ich die Zäune. Die Zäune müssten, glaube ich, hier sein. Jawohl. So, derweil kann ich die Pilze abkochen. Die brauche ich nämlich dann für meine Rezeptur. Und ich packe hier das Fleisch rein. So, dann hier erstmal die Mauer weg. Jawohl. Ich frage mich, ob ich diese Hauptbase da, dieses Labor oder was das ist, ob ich das abbauen kann. Wahrscheinlich auch nur mit Spezialwerkzeug. Oder es geht auch gar nicht. Also, dass es da sein muss. Das kann natürlich auch sein. So, dann hier erweitern wir das Ganze mal. So. Hier können wir zumachen. Obwohl, ich könnte es noch ein bisschen weiter höher machen. Nee, komm, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich lasse es jetzt erstmal so, dass ich jetzt meinen Zaun hier hinsetzen kann. Dann muss ich das da wegmachen. Obwohl. Nee, ich glaube, ich lasse die Fackel da doch stehen. Und mach den Zaun. Mache ich da eins weiter höher. Also hier so hin. Und dann hier so hoch. Und die Kühe brauchen natürlich ein bisschen mehr Platz. So, dann bräuchte ich auch ein paar von diesen Fackelnständern. Und eine Holztür brauche ich noch. Holztür. Zack, zack, zack. Und Tiki-Torch. Das da mache ich auch immer mal. 5 Stück. So, gerade nochmal was futtern. So, wo sind die restlichen Zäune? Hier. Packe ich wieder da rein. Ich könnte auch mal ein bisschen ausmisten. Das heißt, das Copper kann ich hier schon mal reinpacken. Das kann ja schon mal verarbeitet werden. Dann platziere ich die Kiste mal hier drunter. Und die zwei Kisten packe ich einfach mal dahin. Und ich müsste noch eine Kiste haben. Ja, hier. Die mache ich bei mir ins Zimmer. So. Okay. Ah, einen Futtertrug brauche ich ja noch. Das da. Zack, zack. So. Nein. Ich will die Tür zumachen. Jetzt. Nein. Dieser verdammte Futtertrug. Okay. Holy shit, die ist ja viel größer geworden jetzt. Was ist mit der Kuh geschehen?
Ist sie jetzt auch schwanger? Kann das sein? So, geh mal da rein hier. Das ist dein neues Zuhause. So, dein neues Zuhause. Machen wir hier ein Fäckelchen und hier und hier. Dann können wir die wegmachen. Futtertrog, Futtertrog. Machen wir. Können wir hier hin machen. Da packen wir die restlichen Äpfel rein. So. Jetzt habe ich ein Kuhgehege. Nice.